Nicht auf der Matte, sondern in ungewohnter Zuschauerrolle. Elisabeth Salz wollte in ihrer Geburtsstadt Heidelberg eigentlich eine besondere Turnleistung zeigen. Stattdessen ist sie zum Zuschauen verdammt und motiviert ihr Team. Es gibt Kraft, weil ich sehe, wie sehr das Team auch kämpft, wie toll die zusammenarbeiten, wie toll sie den Wettkampf turnen. Aber andererseits muss ich es erst noch verkraften, was passiert ist und dass ich jetzt erstmal nicht mehr mitturnen kann, sondern dass meine Hauptaufgabe ist, gesund zu werden. Im Training reißt bei der deutschen Turnrekordmeisterin die Achillessehne. Sie hat sofort gespürt, dass es sich um diese schwere Verletzung handelt. Zwei Tage nach dem Schock wird die Altlosheimerin direkt operiert. Ich hatte immer gehofft, dass sowas nicht passiert. Letztlich, Turnen ist eine sehr riskante Sportart. Es geht sehr auf die Gelenke und Knochen und eben auch Sehnen. Ich muss jetzt den Reha-Plan ganz genau befolgen. Ich muss mich sehr gut mit den Ärzten und den Physios absprechen. Aber alle sagen, dass ich in etwa 3 Monaten schon wieder trainieren kann. Aber klar, die ganz hohen Sprungbelastungen werden etwa in 4 bis 6 Monaten erst wieder stattfinden. 6 bis 8 Wochen muss sie den Spezialschuh tragen und den Fuß hochlegen. Im Anschluss will Seitz schon wieder mit leichten Übungen beginnen. Die Weltmeisterschaft Anfang Oktober wird sie verpassen, doch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist weiterhin das große Ziel. Olympia ist definitiv nicht abgeschrieben, ganz im Gegenteil. Ich werde nochmal alles geben. Olympia ist das Ziel, Olympia, da will ich dabei sein und da kämpfe ich nochmal. Und jeder weiß, dass ich einen großen Kampfgeist habe und der wird mir jetzt auch nicht verloren gehen. Den hat auch das Frauenteam in Heidelberg gezeigt. Die Turnauswahl sichert sich den ersten Platz beim Länderkampf. Bei der Siegerehrung tragen die Teamkolleginnen von Salz ein T-Shirt mit der Aufschrift Comeback Stronger. Elisabeth Salz will wieder auf die Matte, sie will wieder raus aus der Zuschauerrolle, sie will stärker zurückkommen.